Willkommen zurück zu einem neuen Part von Mario und Luigi zusammen durch die Zeit. Wir haben im letzten Part gegen so einen Schrub gekämpft mit einem Lolli. Anfangs sah es sehr, sehr schlecht für uns aus, aber dann war es immer besser. Und ja, wir haben versucht Peach zu retten, aber wir finden sie nicht, beziehungsweise sie ist irgendwie versteppt worden, gefressen worden, wie auch immer. Wir wissen nicht mal, ob sie noch lebt. Und ja, dann sind wir noch runtergestürzt vom Stadion runter. Wurde ein Loch gemacht und ja, jetzt sind wir hier gelandet. Hier ist ein Shop noch. Mal sehen, was das hier überhaupt ist. Des Weiteren möchte ich noch mal kurz was sagen. Und zwar wurde auf einem Video, das ist jetzt schon einige Parts her, weil ich ja jetzt um einiges im Voraus aufgenommen habe, wurde halt geschrieben, bald müsste ein Bosskampf kommen. Glaube das und das. An sich ist das nicht verkehrt, wenn man das in die Kommentare schreibt, aber kurz nur mal so zu sagen, es ist vielleicht nicht ganz so optimal. Ich selber kann nicht gespoilert werden. Erstens, ich habe das Spiel schon ein paar Mal durchgespielt und zweitens, ich bin sowieso ordentlich im Voraus. Naja, bringt sowas dann nicht zu schreiben. Das Einzige, was es bringt, ist, dass ihr dann vielleicht andere Zuschauer spoilert, die vielleicht nicht gespoilert werden wollen. Naja, vielleicht in Zukunft das mal vielleicht unterlassen oder so, ist nicht böse von mir auch jetzt gemeint. Nur, ich denke da jetzt dann generell an die Leute, die nicht gespoilert werden wollen, ist das vielleicht nicht ganz so cool. So, dann geht es jetzt hier einmal runter und einmal nach rechts. Wow, Lila, ne Buhus, die mich hier gleich erwarten. Wir hatten schon mal Buhus, aber noch keine Lilanen. Ja, selber Angriffsschema wie damals anscheinend. Luigi. Warten wir an die Buhus. Waren die? Waren die damals in Bowsers Festung? Nee. Waren noch keine Buhus. Wo waren denn die Buhus damals? Wir hatten schon mal Buhus, das weiß ich. Aber ich weiß nicht mehr wo. Nee. Ist weg. Die Information aus meinem Kopf. So, jetzt darf Luigi aber auch aufsteigen. Der ist nämlich im letzten Part auch noch aufgestiegen. Nach dem Kampf, also nicht Luigi, sondern Mario, meinte ich. So, das sieht eher mad aus. Aber sieht alles wieder mad aus. Da sieht der Kapi immer noch am besten aus. Dann wieder plus 1. Ja, toll. Luigi hat ein bisschen Pech. Auch im letzten Level ab schon. Okay, was ist denn das hier? Geht es dann einmal nach links? Diese Viecher, an die kann ich mich erinnern. Die waren stark, glaube ich. Greifen wir die einfach an. Ich habe schlechte Erinnerungen an die. Erstmal den Buhu hier weg. Okay. Er hat schon mal die geringste Geschwindigkeit. LOL. Ja gut, war jetzt ein toller Treffer. Ich weiß nicht, ob das... Und wir haben zwei Trampoline bekommen. Ich weiß nicht, ob die Attacke den jetzt normal sonst gekillt hätte. Okay. Wir haben zwei Trampoline bekommen. Und wir haben die schon im letzten Part im Shop gesehen, haben die uns aber nicht gekauft. Und ja, drücke den Knopf des Bruders, der gerade auf dem Gegner landet. Beobachte den Topskin und achte darauf, wer fällt. Da bauen wir die andere Ansicht auf jeden Fall. Und ziehe alle Bonusbündel. Okay, dann let's go. Bin ich mal gespannt. Alles hinten angreifen. Oh, Mario. Nein! Hat trotzdem noch gereicht, alle zu besiegen. Mega nice Item, meiner Meinung nach. Kann ich normalerweise eigentlich auch ganz gut, außer dass ich da jetzt mich mit Luigi vertan habe. Aber hat trotzdem gereicht. Wie ihr gesehen habt. Sobald man fällt, können die übrigen, die noch in der Luft sind, immer noch angreifen. Naja, wenn man fällt, ist man nicht gleich bestraft, dass der Attacke abgebrochen wird. Sehr schön, Luigi. Geil. Nicht besiegt. Sehr unfair. So, einmal. Luigi und einmal. Ach, Mario. So, Luigi, du greifst jetzt den unteren an. Moment mal, hat Luigi eigentlich eine höhere Geschwindigkeit jetzt als Mario? Er greift vor Mario an. Das muss ich gleich nochmal im nächsten Kampf anschauen.
Hier sind ja ein paar Boos. Oder war es jetzt der letzte? Nee, das war der letzte. Na toll. So, nochmal drei Trampoline. Nice. Hier geht es runter. Da oben ist auch noch was für die Großen. Ui, ein Kampf jetzt nur mit den Babys. Bobom. Die haben wir ja schon zu Nügel gesehen. Dieses, was sind das? 5 Stück. Ach du Scheiße. Würde eigentlich das Trampolin jetzt auch mit dem gehen? Nee. Auch das, auch die Kanonen gehen nicht mit. Nur den Babys. Interessant. Wahrscheinlich auch nicht nur mit den Erwachsenen. Da braucht man alle 4 für. So. Wollen wir grünen Panzer? Ich setze mal den grünen Panzer ein. Weil es geht ja nur, immer nur auf einen, stimmt. Mist. Das andere fühle ich mich nicht stark genug. Aber wollen wir mal Eier versuchen? Wir versuchen mal die Eier. Ist ja eh Ostern. Oder für euch ist schon längst Ostern vorbei eigentlich. Für mich ist heute Karfreitag. Dann habt ihr auch mal kurz eine Info, wann ich das aufnehme. Hat nicht mal gereicht, um wen zu liegen. Schade. Übrigens, wenn das Ei da zerspringt wie eben, kann es sein, dass da mal ein Item rauskommt. So, jetzt haben wir schon mal einen besiegt. Oh nein. Oh, Glück gehabt. Sehr schön. So, zwei haben überlebt. Na gut. Baby Mario hat jetzt einen Gegentreffer erlitten, aber ist nicht so schlimm. So, jetzt hat er überlebt. Nein, oh doch, gerade so noch, das war sehr, sehr knapp. Müssen nicht die Babys mal langsam aufsteigen? Nicht? Okay. Ja gut, stimmt, Mario und Luigi haben ja, was noch im letzten Part, ich glaube, wir haben im vorletzten Part einige Kämpfe alleine gemacht, noch in der Wüste. Naja, Notpaket-Ohren, das war doch dieser Ohren, den wir da im Shop gesehen haben, richtig? Genau, gut, dass wir da nichts gekauft haben, aber jetzt brauchen wir eh nicht. Ey. Sonst war hier nichts, okay. Dann die großen Brüder können dann da noch was machen. Oh. Ach, okay, da geht's hoch. Warte. Wir lassen die großen erstmal so. Und die Brune und dann. Ah ne, warte. Boah, das ist falsch. Der Ball muss her. LOL! Ah, okay. Man kommt von dieser Seite dort nicht hin. Man muss von der anderen Seite kommen. Okay. Ja, dann geht's für uns jetzt hier nicht weiter. Aber wo es jetzt so weitergeht, ist nämlich folgendes. Ich möchte da zu dieser Röhre hin. Wohin führt sie ein? Okay. Aha, okay. Wir sind jetzt wieder in der Wüste und somit würden wir jetzt theoretisch, rein theoretisch wieder zurückkommen. Und daraus sind wir aber beim letzten Mal nicht weitergekommen. Okay, gut zu wissen. Sind jetzt die Gegner wieder da, weil wir geleftet sind kurz? Nee, sind nicht da, gut. Wäre ja eh nur dieser eine Raum gewesen. Dann geht es jetzt hier rechts weiter. Da unten ist ja auch noch eine Röhre. Mal gespannt, wo die einen hinführt. So, 5 Trampoline, springen drauf. Jetzt bin ich mal gespannt, wer zuerst angreift. Mario, okay, dann hat doch noch Mario die höhere Geschwindigkeit. Ah, okay, weil die Pupus durch angreifen. Er kam es mir so vor, als würde Luigi zuerst angreifen. So. Ich bin keine schweren Gegner, aber ich bin immer noch auf diese eine. In diesen einen Gegner da gespannt, der. Ah. So ägyptisch aussah, würde ich mal jetzt behaupten. Da haben wir bisher nur einen gesehen. So, Mario. Sehr schön, Mario. Oh, nein, der hat von uns einen Taschenbau geklaut. Oh nein. Ich glaube, er kann dann auch flüchten, wenn wir... wenn er ein Item klaut. Und dann ist das Item weg. Aber wir haben es wieder bekommen. Gut. Nein, ich bin gegen den Block da.
Mario wird angegriffen. Vielleicht nochmal ein bisschen Schaden hier. So, Luigi greift den Oberarm an, weil der hat gerade Schaden genommen. Mario, der eh einen höheren Angriffswert hat, der greift den unteren an. So. Hätte ich nämlich mit Luigi den unteren angegriffen, ja, dann hätte er wahrscheinlich gleich überlebt. So, hier noch eine Münze. Hier, was ist hier drin? Verdauts-Eier, sehr schön. Das hier? Oh lol, habe ich noch gar nicht gesehen. Da ist wieder was für die Babys. Wir haben noch, glaube ich, drei Geister hier vor uns. Boah, schöner, toller Treffer. So, und tschüss. Ich bin sie hier, so, die sind eigentlich jetzt auch nur die Gegner wegen den XP. Theoretisch. Wisst ihr was? Wir lassen einfach mal ein paar hier aus. Ich glaube, wir kommen hier eh nicht mehr zurück. Hier will ich jetzt noch rein, weil wir sind momentan so gut aufgerüstet, da können wir uns das ruhig mal leisten. Ich will jetzt hier auch mal ein bisschen vorankommen. Oh, roter Pfeffer, zwei Stück. Und grüner Pfeffer, nice. Aber blauen Pfeffer haben wir bisher noch, trotzdem noch nicht. Weil grüner Pfeffer ist für Verteidigung und der blaue für Geschwindigkeit. Ah, jetzt hat uns dann der hier trotzdem angegriffen. Na ja, gut, dann besiegen wir den mal kurz. Interessant, dass Mario den mit einem Hit besiegen kann. Oh nein, Trampoline. Ja, ich muss trotzdem erstmal den oberen besiegen. Ah, dann Mario den unteren besiegen. So, dann geht's hier hoch. Das ist wieder so eine Roll-Action. Die großen. So, ich hoffe mal, wir kommen rüber. Ja, sieht gut aus. Wow. Reich? Okay. Oh, Mutant Tyrannia! Hey, was soll das? Lass mich gefälligst los, ihr Rüpel. Oh. Grandioses Timing, Leute. Bewegt euch hier noch hoch und schneidet mich los. Holt mich hier raus, sonst ende ich noch als Imbiss. Ist doch schon mal bei Yoshi's Island. Kommt schon, wir sind doch Freunde, oder? Schließlich habe ich euch von dem geheimen Eingang erzählt, nicht wahr? Jetzt seid ihr mit einer guten Tat an der Reihe. Sonst fällt für mich für immer der Vorhang. Kommt schon, beeilt euch. Oh. Tja. Mario und Luigi schauen einfach nur zu. Da war wieder Mutant Tyrann. Der hat ja auch Prinzessin Peach gefressen und ich wollte jetzt nicht zu den Babys. Die Babys mich ja erholen. Hier ist noch eine Bohne. Sonst noch was? Hier eine Münze? Na toll. Aber sonst ist hier nichts. Doch hier oben rechts. Ultra Tower. Hier waren die Babys. Da war die Babys, ja. Mutant Tyrann, ja, okay. So, was ist denn hier? Ach toll, das sieht hier ein bisschen kompliziert aus. Hi, man kann den Geistern schlecht entweichen. Ein bisschen. Wir setzen nochmal ein Trampolin ein. So, jetzt mal hier bessere Leistung. So ist es ja nicht schwer. Man sieht das ja direkt, wer runterkommt. Aber doch, irgendwie ist es doch schwerer als man denkt. Oder als man vielleicht beim Zuschauen erahnen könnte. Weil wirklich dann. Man weiß ja nicht, welcher Bruder da runterkommt. Man kann das ja nicht wissen. Oh, noch so ein Gegner. Die will ich kämpfen. Oh, zwei Stück gleich davon. Okay, und ist nicht gleich besiegt.
was ich sagen wollte. Man sieht ja nicht, wer als nächstes runterkommt. Man muss alle vier Tasten bereithalten, sozusagen, weil es kann jeder runterkommen. Und ich habe das meistens so, dass ich Luigi, also den B-Knopf, nicht bereit habe. Ich habe YXA, das ist meine Tastenkombination. Ich nutze ja die Tastatur. Da habe ich das Nummernpad. Für 4 ist Y, für 8 ist X, für 5 ist B, für 6 ist A. Wenn ihr euch das Nummernpad mal euch vorstellt, dann wisst ihr, wie das ist. Also wie ein Steuerkreuz aufgebaut. Und ich habe immer diese drei Tasten Y, X und A bereit. Und mit dem Mittelfinger switche ich dann immer zu B rüber. Oh, 100 XP, also 50 XP für jeden. Nice. So, dann geht es da nach links, aber hier sind nochmal zwei Blumen. Dann ging es ja noch woanders hin. So, hier durch. Moment mal, darf ich den 10er mal mitnehmen? Hier ist ein einzelner Raum. Ah ja, war ja eigentlich schon fast anzunehmen mit einer Bohne. So, hier. Davon haben wir ja auch schon oft genug was gesehen. B, A, X, Y, 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 B, X, Y, B, X, B, A, X, B, X, Y. Oh, genau 30. Also zeitlich hat mich das ein bisschen rausgenommen, als plötzlich die Reihenfolge anders war, weil immer erstmal im Kreis eine ganze Weile und dann war es plötzlich anders. Das hat mich ein bisschen aus der Fassung gebracht, ehrlich gesagt. Oh lol, war ich eigentlich da schon drin? Das habe ich ja fast übersehen. Nee, da war ich noch nicht. Trampoline zwei Stück und zwar nee. So, jetzt sind wir in dem Nebenraum, wo wir schon mal waren. Also links der Raum da, da waren wir ja schon mal. Aber da kamen wir halt nicht weiter. Was ist denn hier? Okay. Ist hier sonst noch was im Raum? Nee, dann geht's da runter. Wir sprechen erstmal mit dem Typen da. Monty. Hört gut zu, dreht das Rad da unten und es werden drei Ziele erscheinen. Münze, Pilz und Blume. Bespritzt die Ziele mit Wasser. Sprich das getroffene Ziel der Vorlage, gewinnt ihr. Okay. Dann brauchen wir erstmal ganz viel Wasser und dann drehe ich schon mal da unten. Ah, kann ich nicht mehr lassen. Ich nehme mal 8 Spritzer. So, und dann hier. Okay. Es muss beides wohl übereinstimmen, oder wie? Tut es ja nicht. Jetzt. Es kommt beides überein. Wunderbar. Okay, dann habe ich das jetzt auch richtig verstanden. So, gleich nochmal. Übereinstimmung. War halt nur Zufall, dass jetzt mehrmals nicht übereingestimmt hat. Ach du alte Scheiße. Blitz. Münze. Blitz. Ja, schön. Ja, schönes Spielchen. Gefällt mir. Auch bald kommt noch irgendwann ein Spielchen, was eigentlich sehr, sehr viel Spaß macht. Das weiß ich noch. Ich weiß aber nicht, wann das kommt. Hat mir auf jeden Fall bisher noch nicht. So, tschüss, 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 tschüss. So, und jetzt geht es weiter. Wir sollten jetzt in dem anderen Raum sein, wo wir schon mal waren. Genau. Hier geht es dann auch direkt zu der nächsten Röhre. Okay, gut zu wissen. Ja, jetzt ist die Verbindung da. Wir wollen aber da nicht nochmal runtergehen, weil da waren wir schon. Und dann ist hier eine Röhre. Dann gehen wir mal rein. Wo landen wir? Okay, in einen neuen Bereich. Ja, und in diesem Bereich geht es dann im nächsten Part weiter. Bis dahin. Euch noch einen schönen Tag. Bis dann und ciao.